Ja, ich darf zum heutigen Online-Vortragsabend des Almforscher-Stammtisches Unna Gabriele Fricke und Udo Thiemann von der Familienkunde Niedersachsen begrüßen, die uns also heute die Genealogie-Software Legacy aus Anwendersicht darstellen. Also sie sind keine Vertreter von Legacy, sondern sie stellen es wirklich aus Anwendersicht dar. Und ja, wir freuen uns sehr und ich darf mich nochmal bedanken, dass ihr euch bereit erklärt habt, diesen Vortrag hier zu halten und übergebe jetzt an Gabriele und ja, wünsche uns allen einen informativen Abend. Ja, danke, Georg. Georg, erstmal herzlichen Dank, dass du uns gefragt hast. Und es hat sich ja nun alles ganz zufällig so angelassen, dass bei uns eine PC-Gruppe existiert. Und ich will erstmal vorweg ein bisschen zu uns sagen. Wir, das sind Gabriele Fricke und Udo Thiemann, und wir gehören nicht nach Unna. Wir gehören zum Niedersächsischen Landesverein für Familienkunde mit Sitz in Hannover. Und ich möchte euch auch erstmal ganz herzlich begrüßen. Einen schönen guten Abend in die Runde, in nah und fern, wo immer ihr euch auch befindet. Aber das macht ja eigentlich gar nichts. Das macht überhaupt nichts mehr. Forscher hier und da, das spielt jetzt inzwischen gar keine Rolle mehr. Und ich finde das total klasse. Das gefällt mir sehr gut. Wie kommt es nun zu diesem Vortrag? Dazu möchte ich kurz etwas sagen. Wir haben in unserem Verein seit gut 20 Jahren eine PC-Gruppe, die regelmäßig tagte, vielleicht so 8-mal, 10-mal aufs Jahr. Und wir hatten damals sehr, sehr kleine Technik. Wir hatten aber viele Interessenten und mussten irgendwie klarkommen. Die Gruppe existiert immer noch. Und die scharrt jetzt natürlich besonders mit den Hufen, weil diese Zoom-Veranstaltung keineswegs das äußerst nette, spaßige und lehrreiche Treffen in unseren Räumen ersetzen kann. Denn wir haben auch immer unsere Kaffeepausen gehabt und unsere kleinen Gespräche und die gehören einfach dazu. Wir haben eine eigene Bibliothek mit einem großen, schönen Raum mit WLAN, Beamer, Leinwand. Also technisch gesehen heute alles wunderbar ausgestattet. Dort haben wir immer PAF benutzt, also das Personal Ancestral File. Vielen ist das ja auch noch aus Vergangenheit bekannt. Das gab dann auf. Und wir haben Alternativen geprüft. Und das haben wir auf Herz und Nieren geprüft. Und dabei ist herausgekommen, dass für uns eigentlich das Legacy die beste Alternative von allen Auswahlen war. Und dieses Legacy existiert sowohl kostenlos als auch kostenpflichtig. Und damit arbeiten viele von uns in der Runde. Aber nicht nur Legacy, denn die Grafiken sind nicht unbedingt immer das, was man ganz gerne so hätte, was Schönes, was man auch an die Wand hängen kann. Manche wollten es gerne anspruchsvoller. Und somit ergänzen wir das nochmal durch den Stammbaumdrucker von Herrn von Renesse. Ist ja sicherlich auch einigen ein bisschen bekannt. Und aus dieser Perspektive möchte ich ganz gerne berichten und euch so ein wenig zeigen, wie das Programm funktioniert, was da dran, wie die Eingaben sind, wie die Ausgaben sind, wie ich suchen kann. Und wir wollen gerne auch sagen, was wir da dran sehr gut finden und was uns vielleicht nicht so gut gefällt. Was wir gedacht haben, ist, dass ich den Vortragsteil habe. Und zwischendurch kann ich noch einmal ermuntern, dass ihr möglicherweise Fragen stellt. Aber am Ende ganz gewiss, dann würde ich gerne umschalten, natürlich in eine Live-Anwendung. Aber der Udo Thiemann ist auch dabei und würde gerne den Chat beobachten und sehen, wenn ihr dort Fragen hineingeschrieben habt, dass er mir die Fragen so ein bisschen sammelt und organisiert, sodass wir sie dann auch gesammelt beantworten können. So, dann geht's los. Jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich jetzt hier zur nächsten Folie komme. Moment. Ich würde euch gerne Legacy vorstellen wollen, möchte euch zeigen, wie das Programm aufgebaut ist, möchte euch verschiedene Ansichten vorstellen, wie man Daten eingibt und wie man Daten ausgeben kann, was dabei so rauskommen könnte und ein paar Suchmöglichkeiten zeigen und dann natürlich ein Teil Beispiele live. Legacy, erstmal ein kleiner Überblick. Legacy existiert jetzt inzwischen schon 25 Jahre.
Es ist ein Programm zur Verwaltung von Familiengeschichte, aber das habt ihr euch sicherlich gedacht. Es speichert die Namen, Alternativnamen, Datumsangaben, Orte, Ereignisse, Notizen und so weiter. Ihr könnt Millionen von Personen erfassen und darstellen, auch sehr, sehr große Mengen, auch Eltern mit bis zu 60 Kindern und viele Ehen. Also daran scheitert es schon mal nicht, dass die Kapazität nicht ausreichend wäre, auch hunderte von Generationen. Wie ich finde, eine sehr intuitiv zu bedienende Oberfläche mit Familienansicht, mit Ahnentafelansicht. Ihr könnt alle üblichen genealogischen Berichte ausgeben, alles, was man sich üblicherweise so wünscht. Für mich etwas? Entschuldigung, ich habe also nicht verstanden, wenn es einen Einwand, eine Frage gab, das konnte ich nicht verstehen. Wir haben die Möglichkeit, bebilderte Bücher über die Familie auszudrucken. Verwandtschaftsbeziehungen lassen sich darstellen, also Bericht berechnen und darstellen und das Alter einer Person natürlich auch berechnen. Ups, da fehlt mir jetzt das Bild. Das ist komisch. Woher bekomme ich Legacy? Dort ist ein Link für euch gezeigt. Am besten, man googelt einfach nach Legacy Deutsch, Download, dann kann man das dort finden. Hier sollte jetzt ein Bild sein, das fehlt gerade. Ich weiß nicht, wo es abgeblieben ist. Aber wenn ihr danach googelt, ist das schon die einfachste Möglichkeit. Dazu sagen möchte ich, ihr könnt Legacy jederzeit, wenn ihr dort einmal euch eingeloggt habt, kostenlos herunterladen, es auch kostenlos nutzen und die meisten Funktionen laufen auch ohne eine Anmeldung. Man kann da sehr viel mit erreichen, auch wenn man nicht einregistriert ein kostenpflichtiger Anwender ist. Und wenn man das Programm kostenpflichtig erwerben möchte, bezahlt man $34,95, kein Euro. Und das könnten dann so vielleicht im Moment 30 Euro sein. Also ein guter Preis für eine ganz gute Leistung. Ich habe das Programm jetzt gestartet. Dann kann ich mir erstmal einen kleinen Überblick über das verschaffen, was ich bereits drin habe. Wenn ich ein angemeldeter Anwender bin, bekomme ich einen Namen. Ich kann immer meine Versionsnummer sehen, das Versionsdatum. Ich habe natürlich den Freischaltcode, den habe ich jetzt mal eben abgedeckt. Dann sehe ich, wo sich meine Datei befindet, wie sie heißt, aus welcher Datei ich jetzt gerade meine Informationen schöpfe. Die Endung der Datenbank ist dann Family Database, FDB. Und das ist der Programmordner, aus dem das Programm sich rekrutiert. Und wann ich die letzten Änderungen in einem Programm gemacht habe, wie viele Personen ich drin habe, wie viele Hauptorte ich verwendet habe, wie viele Quellen, Quellzitate und vieles mehr. Ich habe im Hauptfenster 5 verschiedene Ansichten, Familie, Ahnentafel, Nachkommen, Chronologie und Personenindex. Ich beginne jetzt einfach mal mit der Familie. Die Familie ist für mich immer der Startpunkt, von dem aus ich beginne, eine Genealogie anzulegen. Das ist allerdings auch egal, ob die Personen miteinander verwandt sind oder nicht. Dieses Fenster eignet sich einfach grundsätzlich gut. Und ich beginne jetzt einfach mal hier auf der linken Seite. Üblicherweise ist hier der Proband eingetragen. Proband meint in dem Fall der männliche Proband. Auf der rechten Seite steht der weibliche Proband. Und darüber kommen die zugehörigen Eltern des männlichen Probanden. Auf der rechten Seite die Eltern der Frau. Darunter gehören die Kinder. Und ich kann hier ziemlich viel jetzt noch an Symbolen erkennen, die euch vielleicht noch nichts sagen. Und sie sind interessanterweise hier unten zu sehen, aber noch blassgrau, weil ich keine Personen eingegeben habe. Deswegen sind sie im Moment noch nicht bedient worden und deswegen sind sie auch noch ziemlich blass. Dann kann ich sehen, wie viele Eltern, wie viele Geschwister oder Eltern überhaupt, wie viele eigene Kinder. Ich kann hier unten Notizen verwalten, Bilder verwalten, Quellen verwalten. Hier gibt es auch noch einen Hashtag. Der Hashtag hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen, was ich mit dem anfangen soll. Es gibt auch einen schönen Aufgabenzettel, auf dem ich mir meine
Aufgaben sehr ordentlich notieren kann. Und hier gibt es auch noch Forschungshinweise. Die haben mir allerdings für den deutschen Raum noch nicht geholfen. Im Weiteren seht ihr hier oben eine Leiste. Ich glaube, dass die in der einfachen Version nicht vorhanden ist. Das ist eine Leiste, mit Hilfe der ich markieren kann und mir Markierungen setzen kann, um später gemeinsame Kriterien zum Beispiel anzulegen. Ich sage mal, die 1 nehme ich immer, wenn es die Vaterlinie ist, die 2 immer, wenn es Mutterlinie ist. Oder ich kann nach ganz anderen Kriterien damit umgehen. Das ergibt sich dann aus der persönlichen Arbeit. Hier habe ich nochmal Ehedaten, auch hier habe ich wieder diese Nummernleiste. Hier habe ich auch Symbole, die zurzeit nicht bedient sind. Hier unten sind die Kinder. Hier kann ich Lesezeichen setzen, also Personen, auf die ich immer ganz flugs wieder hingehen möchte. Und hier unten werden noch so einige Nummern hinterlegt, mit denen ich dann anschließend gleich arbeiten kann. Darf ich einmal ganz kurz zwischensprechen? Und zwar ist im Chat schon als erstes die Frage, ob man vorher, wenn das Programm geöffnet wird, nicht irgendwelche Einstellungen vornehmen muss. Ich komme gleich auf die Einstellungen, aber nein, man muss keine vornehmen. Man kann, sollte auch, muss es aber nicht. Okay, und die 34 Dollar, die waren dann im Jahr, ne? Oder einmalig? Einmalig. Solange bis die Lizenz durch eine neue abgelöst, nein, die Version durch eine neue abgelöst wird. Okay, danke. Ach so, und da ist auch noch jemand, der den Hashtag erklären könnte. Okay, das würde ich aber gerne auch später vertagen. Ja. Also erklären kann ich ihn auch, aber nutzen kann ich ihn sinnvoll nicht. Ach so, okay. Hier sieht man jedenfalls eine schöne Ahnentafel. Standardmäßig ist die auf diese Weise nicht gefärbt. Also das ist schon mal eine erste Einstellungsmöglichkeit. Ich kann mir eine Linie aussuchen, sodass ich sage, ich habe eine bestimmte Startperson. Das ist dann zum Beispiel eine Startperson. Und diese Startperson hat dann hier oben die väterliche Linie, die dann hier langläuft mit dem Namensträger und hier unten die mütterliche Linie, die dann hier unten weiterläuft. Dass sie in dieser Form gefärbt ist, ist schon mal grundsätzlich eine Einstellungssache. Die kann ich einstellen, das kann ich dann aber auch natürlich einfach lassen. Aber das ist Geschmackssache. Ich finde es sehr gut und sehr hilfreich, weil diese Farben spiegeln sich im Laufe der Arbeit grundsätzlich an allen Stellen wieder. Und dann kann ich immer sagen, okay, ich arbeite jetzt hier in dieser lila Reihe. Und wenn ich, ja, man sieht ja schon diesen wunderbaren Namen Meier. Und es soll ja vorkommen, dass man in seiner Familie mehrere Meiers hat, die aber nicht unbedingt miteinander verwandt sind. Und so kann ich auf diese Weise sofort erkennen, okay, ich bin jetzt in der lilanen Gruppe Meier und habe dann kein Problem und kann da also nichts verwechseln. Dieses ist die Ansicht Nachkommen. Ich habe jetzt hier einen Probanden, der irgendwann in der Vergangenheit lebte. Da habe ich dann die Möglichkeit, seinen Lebenszeitraum hier oben anzuzeigen, seine Partnerin darunter. Es können auch mehrere gewesen sein. Dann kommt die zweite Generation, hier durch die 2 gekennzeichnet, verheiratet mit. Dann kommt die dritte Generation und die 3er stehen dann entsprechend immer untereinander. Und die nächste Generation rückt sich dann entsprechend ein. Auch hier die Färbung, das kann man dann immer so ein bisschen einstellen. Da lässt sich noch ein wenig dran drehen, sodass man sofort immer sieht, wer von diesen Personen ist denn nun mein konkreter Vorfahr, sodass die Person, die jetzt mein Vorfahr ist, immer fett hervorgehoben wird. In der nicht kommerziellen Version sind zum Beispiel hier die Sterbedaten, die kann man zwar eingeben, werden in dieser Ansicht aber nicht dargestellt. Also wem die an der Stelle hier wichtig sind, der wird dann traurig sein, dass er in der einfachen Version die erstmal nicht sehen kann. Hier hat man die Ansicht Chronologie. Die Chronologie bezieht sich immer auf eine Person. Hier sieht man jetzt die eine Person und die Person ist 57 Jahre alt geworden, ist dann und dann geboren und als er 3 war, ist seine Ehefrau geboren und was dann alles so dazu kommt. Ich persönlich benutze ihn nicht so furchtbar gerne, aber man kann sich damit immer mal auf die Schnelle einen Überblick verschaffen.
Das ist die Personenliste. Die Personenliste ist eigentlich ein Arbeitsmittel, was man ziemlich häufig benutzt. Auch hier ist es wieder so, außer Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsort, sieht man andere Spalten dann nicht ausgefüllt in der einfachen Version. In der Deluxe-Version sieht man die auf jeden Fall und hat dann hier die Möglichkeit, alles vollständig zu überblicken. Man hat hier die RIN-Nummer, das heißt also die Personennummer, die nach der natürlich auch sortiert werden kann. Hier laufen, ich habe den vollständigen Namen, hier ist nach Nachnamen sortiert, hier ist das Geschlecht gefärbt mit Rot und Blau, Geburtsdatum, Geburtsort, Sterbedatum und so weiter. Die Spalten lassen sich auch individuell einstellen. Ich kann also auch hier andere Spalten hinstellen, kann die auch anders aufbauen von der Reihenfolge. Und hier vorne ist noch eine Spalte, da ist ein oranges Fragezeichen drüber. Die ist zum Beispiel eine Verknüpfung zu MyHeritage und dann wird angezeigt, ob bei MyHeritage zum Beispiel zu der Person schon etwas vorhanden ist. Dann komme ich zum nächsten. Ich kann also Personen eingeben, entweder der aktuellen Frau einen Mann zufügen oder dem Mann eine Frau oder was auch immer oder Kinder. Aber das ist eigentlich eine besondere Sache, eine ganz wichtige Sache, je nachdem, wie ihr sammelt. Es ist ja sehr unterschiedlich. Manchmal sammelt man ja auch die Leute erstmal grundsätzlich einfach zusammen, ohne dass man weiß, wie sie nun wirklich verbunden sind. Und das kann man über diesen Befehl, weil man dann jeweils nur eine Person eingibt, die noch nicht mit einer anderen Person verbunden ist. Das kann man entweder über Personen hinzufügen oder wenn man hier oben in der Menüleiste das Menü auf hat, hinzufügen, dann hat man männlich oder weibliche Personen zum Hinzufügen. Und hier komme ich jetzt nochmal zu den Anpassungen oder Einstellungen. Ja, man kann also eine ganze Menge einstellen. Kommt wirklich immer darauf an, was brauche ich, was möchte ich. Und ich kann auch nur empfehlen, es einmal am Anfang so durchzuschauen, was man denn nun tatsächlich davon braucht. Möchte ich immer wieder auf derselben Person anfangen, immer mit derselben Person starten oder möchte ich immer das Familienfenster als Startpunkt haben? Oder möchte ich jetzt tatsächlich immer die letzte Familiendatei, mit der ich zum Schluss gearbeitet habe? Oder möchte ich immer gefragt werden, wenn ich mehrere benutze? Also hier muss man wirklich durchgehen und gucken, was davon möchte ich. Oder auch die Dateneingabe, das Datenformat. In welchem Format möchte ich ein Datum ablegen? Möchte ich August ausschreiben, AUG schreiben oder 8-Punkt schreiben? Das bleibt euch überlassen, aber ihr könntet es einfach mal einstellen und vor allen Dingen immer schauen, dass ihr auch wirklich da den deutschen Standard habt. Denn es kann immer mal passieren, dass man vielleicht eine englische Tastatur nutzt und zack ist gesagt, okay, die möchte dann sicherlich ein englisches Datenformat. Und das möchte man gar nicht. Also von daher einfach da immer mal reingucken. Speicherorte, auch hier ist es sehr wichtig, da mal reinzugucken, wo möchte ich meine Genealogie ablegen? Wo möchte ich meine Datensicherung hin ablegen? Wo möchte ich meine Mediendateien speichern oder wo habe ich sie schon gespeichert? Und das sind so wichtige Fragen, da sollte man ruhig hingucken. Aber wenn ich ein Einsteiger bin, kann ich vielleicht noch nicht unbedingt alles für mich selbst beantworten. Deswegen, ja, vielleicht immer noch mal im Laufe der Arbeit da reingehen. Etwas zum Thema Quellen, zum Thema Ansichten. Hier kommt auch noch mal was zu Farben. Schrifttypen. Ich habe mir jetzt angewöhnt, fast nur in Tahoma oder Arial zu arbeiten. Aber auch das ist Geschmackssache, das muss man einfach sich angucken. Und es gibt noch ein paar andere Einstellungen, die man sich aussuchen kann. Möchte ich zum Beispiel die HLT-Daten, die Heiligen der letzten Tage, noch mit da reinbringen oder möchte ich das nicht? Möchte ich eine Verknüpfung zu Family Search oder möchte ich das nicht? Dann muss ich das einfach entsprechend einstellen und dann habe ich das aber sofort da. So würde jetzt ein Personenblatt aussehen. Ein Personenblatt, das noch fast nackt ist. Hier oben würde stehen Informationen über die Person in eckigen Klammern, die Nummer 1. Es ist die technische Nummer, das ist die Nummer, die RIN.
unter der ich die Person jetzt erstmal ablege. Ich trage alle Vornamen ein, ich trage den Nachnamen ein. Wenn der Nachname schon mal vorkommt, kann ich den hier hinten auch natürlich auswählen, so wie ihr das eigentlich aus anderen Programmen auch kennt. Und wenn ich anfange zu tippen, BRA, dann wird mir der auch natürlich gleich vorgeschlagen. Dann kann ich etwas, was vor dem Titel vielleicht steht, eingeben, so wie ihr vorhin schon gesagt, Frau Bürgermeisterin, könnte man jetzt theoretisch dort eingeben, oder geboren, um, about, also die englischen Angaben gehen, die deutschen Angaben gehen. Ihr könnt errechnet oder calculated reinschreiben, so wie ihr es vielleicht auch woanders her schon kennt. Wenn kein präzises Datum vorhanden ist, muss das Datum eingetragen werden, was ihr dann zumindest halbwegs annehmen könnt, vor, nach, um. Das Gleiche bei der Taufe, die kann natürlich immer nur dann angegeben werden, wenn ihr sie belegen könnt. Bei gestorben kann sie eingetragen werden, bei bestattet kann sie eingetragen werden. Hier gehört der zugehörige Ort hinein. Rechts daneben gibt es blaue Pfeile, mit denen könnt ihr euch aus einer Ortsliste bereits Orte aussuchen, die vorhanden sind, und eigene Orte dort hinein aufnehmen. Was sehr schön ist, das finde ich etwas ist sehr positiv. Hier zwischen sind Kreuze, noch sind die grau. Wenn ich auf das Kreuz gehe, kann ich zum Beispiel Notizen eingeben. Wo ist die Person geboren? Auf der Fahrt im Zug von Bremen nach Hannover oder über dem Atlantik oder in einem Krankenhaus in sowieso. Da kann ich also hier Notizen angeben und ich kann das noch etwas verfeinern, die konkrete Eingabe, die später auch bei der Ausgabe selbstverständlich berücksichtigt wird. Die Geodatenbank finde ich jetzt im Moment nicht mehr gut. Sie war ursprünglich mal mit den Google-Orten oder Bing-Orten verknüpft. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber dann gab es da ein rechtliches Problem und dann ist diese Verknüpfung abgeschaltet worden. Für den deutschen Markt nicht so wirklich hilfreich. Ich persönlich finde sie da nicht so gut. Aber die könnte man aufhübschen, wenn man da eine Menge Arbeit reinsteckt. Hier finde ich oben wieder die Symbole. Noch sind sie grau, nicht bedient. Das erste sind die drei Köpfchen, die stehen für Aliasnamen. Angenommen, ich habe hier den Brackebusch mit CK geschrieben, könnte ich hier oben auch hineingeben, dass er mit Brackebusch, A-A-K-E oder noch anders geschrieben werden könnte. Beide Namen werden in der Namensliste sauber mit angezeigt. Dann kann ich hier Adressen eingeben, Notizen zur Person. Ich kann hier die Quellen hinterlegen, ein Foto oder auch mehrere Foto, Datumsberechnungen, und ich kann hier auch noch meinen Aufgabenzettel füllen, wenn ich sage, ich muss unbedingt das Sterbedatum nochmal verifizieren, dann schreibe ich mir das hier oben auf meinen Zettel und mache mir zum Beispiel auch noch einen Warner dran, bis wann ich das denn ungefähr erledigt haben müsste. So wie ich eine Quelle hinterlegt habe, wird das Feld anders gefärbt, in der Standardversion in Rot. Hier unten werden Ereignisse eingetragen, über das Feld neu, macht sich eine Ereignisleiste auf mit vielen Begriffen. Ich nenne jetzt mal den Beruf, den Wohnort, die Ausbildung oder die Siegelung oder was sonst alles so denkbar ist. Hier ist auch möglich, mein DNA-Ergebnis hineinzugeben. Hier unten gibt es noch einiges, was ich eingeben kann. Wenn ich das erste Mal die Person angelegt habe, gibt es eine automatische Benutzer-ID. Die muss ich nicht nehmen, kann nicht übernehmen. Dann habe ich das Geburtsjahr und ich habe einen Teil des Nachnamens hier drin stehen. Unter dem wird er dann auch nochmal absortiert und kann jederzeit auch wieder darüber aufgerufen werden. Aber ich kann das auch individuell füllen, wenn zum Beispiel der Opa mir schon eine Genealogie hinterlassen hat und hat dort individuelle Nummern oder Buchstaben oder gemischt hinterlassen, dann kann ich diese Kennzeichen dort wieder hineinnehmen. Hier unten gibt es noch etwas weiteres, aber das werden wir gleich im nächsten Blatt nochmal sehen. Ich gehe mal einen weiter.
Das Personenblatt hätte jetzt hier aber sein müssen, aber wo ist es? Ups. Das ist schade. Okay, dann muss ich drüber weggehen. Es ist jetzt nicht da. Darf ich noch mal ganz kurz zu dem vorherigen Blatt? Und zwar war da eine Frage im Chat, wo die Paten eingegeben werden. Gute Frage. Nächste Frage. Da kommen wir schon zu einem Manko, dass das Problem hat, dass das Programm hat. Wir haben keine echte Patenverwaltung. Es gibt eine kleine Krücke hier drin. Das würde jetzt bedeuten, ich habe hier Taufe und hier hinten habe ich das Plus. Und in dem Plus kann ich sagen, dieses Ereignis wird geteilt mit folgenden drei Personen. Und ich kann dort die RIN der drei Personen, die dann, oder die müssen dann vorher schon da sein, die Paten sind, und kann die miteinander verknüpfen und kann denen den Titel Paten übergeben. Also das ist eine Krücke, keine ganz glückliche, aber möglich. Aber es ist keine echte Paten- oder Zeugenverwaltung. Also das heißt, wenn man die Paten da hinten reingeschrieben hat, sind das aber keine eigenständigen Personen im Programm. Doch. Du richtest diese Personen jetzt ein. Ich sag mal, du nimmst die jetzt als unabhängige Personen schon auf, Männlein oder Weiblein. Die bekommen ihre RIN, also die Nummer, die jetzt hier oben steht, und die kannst du dann zur Verknüpfung hier unten bei der Taufe heranziehen, und alle Angaben, die du über die Person mal gemacht hast, sind dann automatisch vorhanden. Doch. Alles klar. Und sobald man die Person dann aufruft, steht auch dabei, bei wem sie Pate ist. Ja, genau. Genau. Und dann noch eine Frage, Quellen anlegen. Okay. Kann man jetzt zum Beispiel direkt für die Geburt die eigene Quelle einlegen, oder ist einfach da oben eine gesamte Quellensammlung von der Person? Ja, das ist eine gute Frage. Hier oben ist zwar das Büchlein zu sehen, und das macht den Anschein, als sei das dann eine Quelle für alles, aber das ist Gott sei Dank, und das ist etwas sehr Positives an diesem Programm, nicht der Fall. Du kannst pro Ereignis selbstverständlich eine Quelle hinterlegen. Du kannst bei der Geburt die standesamtliche Urkunde hinterlegen. Du kannst bei der Taufe den Kirchenbucheintrag hinterlegen. Und dann hast du natürlich eine richtig saubere Quellverwaltung. In der Quellverwaltung legst du Hauptquellen an. Ich sag mal, das Standesamt in Berlin ist deine Hauptquelle. Und du hast dann natürlich jeweils die einzelnen Details, wo du dann sagst, Standesamt Berlin, 1902, Taufen 1902, Blatt 388. Und dann kannst du ein und dieselbe Quelle mehrfach heranziehen, aber hast dann natürlich jeweils nur die Details immer neu. Das funktioniert. Aber mich ärgert jetzt natürlich, dass das Blatt nicht da ist, aber das muss auf dem Stick sein. Also das heißt, also wenn ich jetzt hier, ich sag mal, alles eingefügt habe, Heirat, Taufe und so weiter, und wenn ich dann auf Geburt klicke, wird mir automatisch angezeigt, woher ich die Quelle habe. Oder muss ich dann einfach das Quellenblatt öffnen und dann steht da Geburt die und die Quelle, Heirat die und die Quelle, Taufe die und die Quelle? Also ich gehe einfach mal weiter, vielleicht ergibt sich gleich die Antwort. Leider ist jetzt das ausgefüllte Blatt nicht da, aus unerfindlichen Gründen. Dann springe ich mal eben hier drüber weg. Du würdest jetzt zum Beispiel, das ist ein Personenblatt, was jetzt ausgedruckt wäre. Und hier habe ich an der Stelle die Benutzer-ID, hier würde die jetzt wieder auftauchen. Hier gibt es dann einige Ereignisse, die ich noch dazu gegeben habe. Und hier unten werden mir die Quellzitate ausgegeben. Ich habe die Quelle angelegt als ein Ortsfamilienbuch Buckenem. Wann habe ich das erfasst? Am 14. sowieso. Und hier steht dann das Zitatdatum dann und dann und Band 1 A bis H, Seite 159. Also das kann ich hier jetzt ganz individuell erfassen und pro Ereignis, wie gesagt, immer eine Quelle. Hier oben sieht man jetzt das Datum, dann Northeim, hinter Northeim die kleine 1. Und das entspricht dann dem Quellzitat an der Stelle hier unten. Und so kann ich dann die Quellen sauber verwalten und auch jeweils ablesen. Und das geschieht für jede einzelne Quelle, für jedes einzelne Ereignis, was ich dann hier unten
aufgeführt habe. Hier habe ich an der Stelle die Nachkommen. Hier möchte ich nur mal zeigen, wie ein Nachkommenblatt aussehen könnte in einer Kurzform. Hier gibt es ein Nachkommenblatt, optisch ein wenig anders aufgemacht. Hier gibt es ein Familienblatt. Und das Familienblatt ist jetzt etwas erweitert. Hier sehe ich nämlich noch die zugehörige Ehefrau. Auch hier wieder inklusive der kleinen Hochziffern. Also das deutet dann hier unten auf die Quellzitate hin. Die können entweder immer auf einer separaten Seite angehängt werden oder sie werden direkt unter den Text gedruckt. Das entscheide ich dann an der Stelle auch immer selber. Hier sieht man auch, dass die 7, also ein und dieselbe Quelle ist an mehreren Stellen verwendet worden. Wir haben hier auch noch ein Hilfsmodul, was in Legacy enthalten ist. Das ist auch in der kostenlosen Version und auch in der kommerziellen Version. In beiden allerdings kann ich in der kostenlosen nicht so viel Generationen. Das ist das Legacy Charting. Hier habe ich verschiedene Optiken. Es ist nicht ausreichend. Für den Einsteiger absolut in Ordnung, kann auch ein Bild reinfügen, Todesursache oder ich glaube im Beruf geht auch. Aber ich kann halt nicht so viele schöne Sachen wie Wohnort oder was auch immer mir da noch so vorschwebt, vielleicht eine Notiz, die kann ich nicht in die Kästchen einfügen. Aber so ein bisschen was funktioniert und das Modul wäre dann kostenlos immer mit dabei. Das kann ich auch ausdrucken, kann es auch auf Endlospapier oder ich kann es als PDF-Datei oder große JPEG-Datei ausgeben und damit zu einem Drucker marschieren. Hier ist nochmal ein Vorfahrendiagramm, das würde so aussehen. Hier sieht man dann wieder die Nummern, das ist dann nicht nach Kekulé, sondern an der Stelle ist es nach einfach Vorfahrengeneration, also hier ist ein Vater. Und dann muss man den Linien entsprechend folgen. Männlein und Weiblein einfach nur anders eingefärbt. Dieses ist eine Zeitlinie für eine bestimmte Person, was zu ihrem Leben alles dazu so passierte. Für mich war es bisher noch nicht so richtig hilfreich. Ich verwende es eher weniger, aber vielleicht ist es für manche einen interessant. Dieses finde ich immer ganz schön. Das nennt man dann Stammungsdiagramm. Und hier ist dann die entsprechende Person fett hervorgehoben und dann sieht man, wer sind die Eltern, wer sind aus der zweiten Generation die Großeltern, wer sind vielleicht die Geschwister der Großeltern. Das kann ich an der Stelle auch ganz schön darstellen. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Menge weiterer Ausgaben. Hier muss man einfach mal durchgucken, ob man jetzt den Family Tree Bingo Plan braucht. Nicht unbedingt, aber es sind doch ein paar Sachen drin, die spannend sind. Zum Beispiel die Quellzitate, dass man alles mal zusammensucht, was man an Quellen hat oder eine Nachnamenübersicht. Oder was ich hilfreich finde, ist der Aufgabenbericht. Wenn ich jetzt tatsächlich angenommen, ich hätte vor, in das Archiv in Hannover zu gehen, dann suche ich mir die Aufgaben raus, die für Hannover geeignet wären und könnte die ausdrucken. Also da gäbe es so ein paar Sachen. Hier ist auch nochmal das Thema Suche angesprochen. Es gibt insgesamt hier oben 6 Reiter. Ich habe 3 rausgesucht. Die ersten 3 sind für mich hilfreich. Die anderen brauche ich eher nicht. Was hier sehr schön ist, ich kann nach Vornamen suchen und es ist egal, wo der steht. Ob der an der ersten Stelle steht, aber das muss ich unten kenntlich machen, irgendwo im Feld, beginnt mit oder exakt. Männlich, weiblich oder beides. Und ich kann hier natürlich auch mit, wenn ich eine Caroline suche, weiß aber nicht, ob K oder C, natürlich mit Wildcard, also mit dem Sternchen arbeiten. Und dann würde man die entsprechend auch finden. Oder alle Personen, die geboren sind in Buckenem, könntet ihr hier eintragen und dann würde das auch funktionieren. Bei der Detailsuche kann man dann auch noch viel detaillierter mit und oder arbeiten. Bei Verschiedenes kann man auch noch mal sehr individuell nach bestimmten Dingen suchen und nach Fehlern kann man suchen.
oder Personen, die unverknüpft sind, kann man suchen. Da gibt es noch eine ganze Menge Möglichkeiten. Die würde ich dann gerne nach Bedarf auch live nochmal zeigen wollen. Ich hopse jetzt einmal zurück auf dieses Blatt. Dieses hier ist ein Zusatzmodul, das drin steckt in dem Programm in Legacy, und es gibt eine Verbindung zu Legacy Family Search. Das bedeutet, ihr müsst euch einmalig vorher anmelden bei Family Search, aber das hat wahrscheinlich inzwischen schon so gut wie jeder getan. Die Anmeldung muss dann einmalig da sein, angemeldet müsst ihr sein. Dieses Programm läuft jetzt in Englisch, aber das ist wenig kompliziert. Hier steht auf der linken Seite mein Name, den ich gerade im Hintergrund benutze. Der Person, die ich gerade erforsche, Marie Theodore Emilie Charlotte Weule, ist die Frau von dem Herrn Brackebusch, den wir gerade gesehen haben. Sie ist hier geboren am 8. August 1852. Und ich gehe jetzt über einen Klick hinein in Family Search und siehe da, die Person ist tatsächlich schon von einer anderen Person einmal angelegt worden und wird mir hier oben angeboten. Auf der linken Seite meine Person, auf der rechten Seite die Person, die bereits in Family Search drinsteckt, und hier der entsprechende Hinweis, welches ist der Match oder wie heißt die Nummer, die Family Search Nummer, die sich dann bei mir auch automatisch in Legacy einträgt. Wenn ich denn sage, ja, das ist die gleiche Person, dann könnte ich die beiden miteinander auch verbinden, dann kann ich davon profitieren und die Kinder zu mir übernehmen, sie also nach links zu mir überführen. Wenn ich jetzt beispielsweise gewusst hätte, wo die Weule geboren ist, dann hätte ich diesen Geburtsort nach rechts rübertragen können. Hier steht nur Germany. Ich weiß ihn aber, ich war nur irgendwie, habe den nicht eingetragen. Und wenn ich ihn jetzt eintragen würde, kann ich ihn da jederzeit rüber transportieren. Und hier sind meine restlichen Leute und hier sieht man die verschwindend geringe Zahl, die ich bislang abgeglichen habe. 3%. Da könnt ihr mich schimpfen, aber ich bin fleißig dabei und werde es schon noch irgendwann erledigen. Und hier hopse ich noch einmal zurück auf mein Eingabeblatt. Hier unten bei Family Search ID würde sich diese Nummer, die wir gerade gesehen haben, einbauen. Hier oben sind zwei Pfeile zu sehen, nach rechts und links. Die fangen dann an, sich zu färben. Rot-rot, grün-grün, rot-grün, nur gelb. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das wird auch erläutert. Und hier drüber kann ich sehen, habe ich meine Person bereits mit Family Search abgeglichen? Ist sie in Family Search? Und gibt es da vielleicht einen Ungleichstand? Hier kann man sehen, alle Personen, die hier grün sind, dann habe ich die wirklich abgeglichen und alle grünen sind synchronisiert nach rechts und nach links. Wenn sie in die eine Richtung rot sind und in die andere Richtung grün, dann fehlt noch die eine Richtung, wo man noch etwas synchronisieren kann. Das Ganze ist natürlich kostenlos. So, jetzt war ich bei der Suche hier hinten stehen geblieben. Das war meine Suche und möchte jetzt schon in Richtung Ende der Präsentation kommen. Was gefällt uns nicht oder was ist uns spontan aufgefallen? Keine Patenverwaltung oder keine saubere Patenverwaltung. Keine, das stimmt nicht, keine zwei heiraten. Natürlich kann ich viele heiraten, aber ich kann das Datum nicht sauber verarbeiten. Ich möchte zum einen die standesamtliche Heirat und die kirchliche Heirat verarbeiten und mir merken, und das ist hier an der Stelle nicht möglich. Und Udo hat mir heute noch zukommen lassen, dass es zwar ein Newsletter gäbe, aber der ist leider in Englisch. Also auch da könnte noch ein bisschen dran gearbeitet werden.
das hat uns auch noch nicht so gut gefallen. Was uns aber sehr gut gefällt, das möchten wir trotzdem gerne euch mit auf den Weg geben. Es ist ein gutes, günstiges Programm, was sehr viel bietet für gutes Geld. Es ist auch für den deutschsprachigen Anwender geeignet und natürlich für Einsteiger und für Fortgeschrittene intuitiv zu nutzen. Jedes Ereignis kann mit einer Quelle versehen werden. Ich habe eine Dublettenprüfung, eine sehr gute Dublettenprüfung sogar und eine Plausibilitätsprüfung. Ich kann gleichzeitig mit mehreren Genealogien auch in mehreren Fenstern arbeiten, kann das sehr schön miteinander vergleichen, kann sehen, wo ich meine Unterschiede habe. Und ich habe auch eine Hilfe in Deutsch und ich kann auch einen direkten Support bekommen, kann meine Frage formulieren und bekomme eine Antwort und die auch in Deutsch und kann auch mit der Person richtig in Kontakt treten und eine konkrete Hilfe erwarten. Das funktioniert wirklich sehr gut. Was uns darüber hinaus auch sehr gut gefällt, eine zukunftsorientierte Möglichkeit mit der Webausgabe. Die Ausgabe ist dann also wirklich so ausgebaut, dass ich die Datei oder die Dateien nehmen kann und könnte sie hochladen auf eine Webseite. Die ist recht gut gemacht, kann aber die Seiten, weil sie im HTML sind, alle beeinflussen, kann andere Texte hineinschreiben oder selbst noch Bilder hinzufügen oder was auch immer. Und es gibt natürlich die Verbindung zu Datenbanken, den Abgleich, zum Beispiel MyHeritage, FamilySearch oder da bin ich dann natürlich aber auf dem kommerziellen Sektor. Das funktioniert nur als Hinweis, dass es dort eine Genealogie gäbe, in der was stünde. Aber ich kann nicht unbedingt immer die Ergebnisse sehen. Das Gleiche gilt jetzt auch für Ancestry. Da verhält es sich eben auch so. Man kann irgendwo so ein bisschen spicken, aber nicht wirklich Ergebnisse hochladen oder austauschen. Was wir sehr gut fanden, war eben der Austausch mit FamilySearch. So, an der Stelle soll erstmal unsere kleine Präsentation beendet sein. Ich würde sagen, dass wir jetzt zum Thema der Fragen übergeben gehen und ich in das Programm live einsteige. So, dann werde ich das jetzt erstmal wegnehmen. Ich weiß nur nicht genau wie. Okay, ja, dann höre ich gerne eure Fragen. Vielleicht nicht gleich die schwersten und kompliziertesten am Anfang, sondern dass wir erstmal für das Beginnen, eure Fragen hier sammeln. Udo, was hat es gegeben an Fragen? Udo hört mich nicht. Sein Mikrofon ist aber eigentlich aktiv. Okay. So. Ja. Die Helga, die hatte auch eine Frage. Wird die Benutzer-ID beim Import Getcom übernommen? Das fragt sich natürlich, wohin? Ja, ich vermute mal, wenn du aus Legacy in ein anderes Programm oder von einem anderen Programm in Legacy rein, vermute ich mal. Oder ansonsten die Helga, dass sie bitte selber einmal fragt. Ja, es geht um den Import aus einem anderen Programm, also Export aus einem anderen Programm, Import Legacy. Mhm. Werden die persönlichen IDs, die man als Benutzer-ID in dem alten Programm hatte, in Legacy übernommen? Wenn der Tag der gleiche ist, ja. Also wenn der Tag im Hintergrund dafür der gleiche ist. Ich weiß jetzt leider nicht genau, was Benutzer-ID für einen Tag hat, aber dann würde es theoretisch übernommen werden. Es geht auch hier mit raus. Wenn das aufnehmende Programm das wieder versteht, würde auch die Benutzer-ID wieder mit rübergehen. Egal. Aber das unter Umständen würde ich das ja aufrufen können in einer Excel-Datei und könnte mir das angucken. Und da gibt es ja nun Getcom-Tools. Und zur allergrößten Not könnte ich den Tag dann auch entsprechend austauschen und in einen anderen Tag umwandeln, sodass das aufnehmende Programm das verstehen könnte. Helga? Ja? Legacy liest auf jeden Fall den Getcom-Tag, wenn er irgendwo herkommt. Wenn der Getcom-Tag nicht vorhanden ist bei Legacy, fragt er, was er damit tun soll, ob er ein neues Feld aufmachen soll. Dann könnt ihr auf jeden Fall ein Ereignisfeld draus machen.
Verträge, sie liest alle Daten, wo kommen, und fragt, wenn sie kein Feld dafür haben, was soll ich damit tun? Ich habe es eben einmal getestet und da hat das nämlich nicht mit übernommen. Darum frage ich nach dem Tag. Okay, ich müsste nachgucken. Kann ich in den Einstellungen noch was machen. Das können wir aber dann separat mal miteinander besprechen. Okay. Dann würde ich gerne euch das Blatt nochmal zeigen, was ich eben schuldig geblieben bin in der Präsentation. Dieses ist nämlich jetzt ein ausgefülltes Blatt. Und das ist das Personenblatt, Vorname. Jetzt kann man die Pfeile hier oben sehen. Ich habe jetzt zwei grüne Pfeile. Das heißt, ich habe jetzt einen Abgleich zu Family Search gemacht und dort ist synchronisiert. Das heißt, auf beiden Seiten ist der gleiche Wissensstand. Hier sehe ich auch die Köpfchen, die sind jetzt gefärbt. Das heißt, hier ist jetzt ein Alternativname eingetragen, der jetzt Brakebusch heißt mit AK und nicht mit CK. Und den kann ich jetzt hier hineingeben. Ich kann auch einen weiteren hineingeben. Und auch hier ist wieder ein Buch, sodass ich ein Quellzitat dafür hinterlegen kann. Woher weiß ich das denn? Oder wo ist der Name in dieser Schreibweise aufgetaucht? Hier sehe ich eine Zeile, die rot ist. Oder hier vorne sind die Begrifflichkeiten rot. Das bedeutet, dafür ist jetzt eine Quelle hinterlegt worden. Hier gab es vorhin noch einmal eine Frage zu den Quellzitaten und die Kreuze bedeuten jetzt zum Beispiel bei der Geburt die Adresse, Notizen, Bilder und Teilnehmer, und bei den Teilnehmern würde es jetzt heißen, das Taufereignis geteilt. Und hier an dieser Stelle kann ich jetzt eine oder mehrere Personen hinzufügen und dann kann ich mir da helfen, um einen Paten hier dazu zu geben. Nur den Namen einer Person eingeben, dann würde ich es manuell schreiben, wenn das eine Person ist, die nicht im Bestand ist. Oder hier wähle ich aus der Namensliste aus und jetzt blättert sich meine Namensliste auf und jetzt könnte ich mir Mann oder Frau hier entsprechend aussuchen und die Person wird dann, ich nehme jetzt mal irgendwen, wird dann hier entsprechend eingetragen. Kommt er noch oder kommt er nicht? Nein, muss den Haken setzen und die Auswahl bestätigen. Ach, okay, natürlich, ja, na, selbstverständlich. Okay, dann nehme ich jetzt nochmal eine beliebige Person, Auswahl, und habe ich aber gemacht. Na gut, ich kann dann die Rolle hier entsprechend eingeben. Haken setzen, bitte. So, jetzt haben wir es. Und hier habe ich den Zeugen. Hier kann ich auch sagen Pate, Patin, oder ich kann auch eigene Ereignisrollen noch hier an der Stelle hinzufügen. Und die Personen werden dann auch im Personenblatt mit ausgedruckt. Wenn jetzt hier etwas bedient wurde, wird aus dem hellen grauen Kreuz ein kräftig gefärbtes, also das blaue Kreuz hier unten. Wenn ich eine Quelle hinterlegt habe, habe ich hier oben die Möglichkeit, das an der roten Farbe zu erkennen. Und danach wird hier oben das Buch kräftiger gefärbt. Könntest du dann bitte einmal die Quelle aufmachen, damit man mal sieht, wie das aussieht? Jawohl. Die Person ist gestorben. Ich möchte gerne jetzt hier eine standesamtliche Urkunde vielleicht hinterlegen. Ich lasse den Cursor in dem Feld drin stehen. Ich gehe hier oben auf Quelle dazu tun. Dann sieht man hier, jetzt geht es in dem Fall um den Tod. Hier ist noch keine Quelle hinterlegt. Ich möchte eine Hauptquelle zitieren. Das mache ich dann, wenn die Quelle bereits vorhanden ist. Oder ich möchte eine neue Quelle hinzufügen. Das mache ich an der Stelle. Und hier gebe ich sie jetzt erstmal mit dem Standardsystem ein. Ich sage mal, das ist jetzt das Standesamt Hannover. Sterberegister. Autor und Titel würde ich jetzt an der Stelle nicht machen. Und das war es jetzt im Prinzip schon. Mehr würde ich an der Stelle nicht tun. Gehe jetzt auf Speichern. Und jetzt kommen die Quelldetails. Und hier habe ich jetzt natürlich das Jahr 1906. Und dann ist das die entsprechende Nummer. Nein, es muss alles andersrum. Dann würde ich das hier eintragen. Wenn ich möchte,
kann ich Text und Anmerkung hier noch eingeben, beliebig viel Text an der Stelle einzugeben. Ich kann auch das Medium hineingeben. Also ich kann auch hier den Scan der Urkunde eingeben. Und hier sehe ich das Ergebnis, wie ich es später im Ausdruck vorfinden würde. Standesamt Hannover, Sterberegister, 1906, das und das. Und wenn ich jetzt hier noch Anmerkungen hineingebe, ich sage mal schlecht zu lesen, dann kann ich sagen, dass der Text mit dabei sein soll oder eben auch nicht. Oder na, das würde jetzt den natürlich hier in die Kommentare gehören. Und hier oben kann ich noch was dabei machen. So, und hier den tatsächlichen Quelltext, also das ist, wenn ich die Kirchenbuchabschrift hier tatsächlich wollen würde. Und das kann ich tun, dann liegt sie hier im Hintergrund immer mit dabei. Möchte ich sie ausdrucken oder möchte ich das lassen? Das ist dann also an der Stelle meine Sache, ob ich das möchte oder nicht. Wenn ich diese Informationen eingegeben habe, sieht man, dass es hier oben ein Sternchen gibt. Also wenn die Reiter bedient wurden, gibt es ein Sternchen. Sind sie nicht bedient oder liegt kein Medium hinter, gibt es kein Sternchen. Jetzt würde ich da auf Speichern gehen. Und hier oben ist jetzt der Tod eingetragen und das Detail ist hier eingetragen. Jetzt kann ich auf Schließen gehen und in dem Moment ist es auch rot geworden. Und die Bestattung würde ich ja vielleicht beim Friedhofsverzeichnis finden oder im Kirchenbuch. Dann kann ich hier natürlich immer wieder eine separate Quelle aufmachen. Und die ist natürlich jetzt im Moment noch leer und kann jetzt sofort wieder eine neue Quelle hinterlegen. Oder ich kann auch eine Hauptquelle zitieren, sofern ich selbige Quelle schon einmal hatte. So, dann habe ich darunter natürlich noch weitere Ereignisse, mehrfach den Beruf, die Religion habe ich eingegeben, Ausbildung oder Wohnort. Man sieht dann hier, dass es Symbole gibt, das heißt, hier ist eine Quelle hinterlegt oder hier ist auch ein Bild dafür hinterlegt, hat ein Medium verknüpft. Hier gibt es auch nochmal, wenn Probleme auftauchen, dass das Kind zu lange nach der Heirat geboren ist oder er war zu jung bei seiner Heirat. Also einfach auch Hinweise, worauf ich vielleicht da nochmal besser achten sollte. Und hier ist noch ein Hinweis, wenn ein Ereignis mit einer anderen Person, mit einer anderen Person geteilt wurde. Jetzt zeigt das gerade nicht an. Okay, also das ist dann ein ausgefülltes Personenblatt. Hier ist dann der Block, auf dem ich mir meine Aufgaben aufschreibe. Und auf welchem Friedhof ist er beerdigt? Dann schreibe ich mir das hin. Und dann kann ich natürlich auch immer sagen, bis wann muss ich das erledigt haben? Und dann wird mir natürlich auch nochmal eine Warnung gegeben. So, es wollte gerne jemand den Hashtag erklären. Ja, darf ich noch vorher eine Frage? Okay. Und zwar zu den Orten. Bei dir steht jetzt Nordheim. Ist da auch irgendwie oder ist da hinterlegt, zu welchem Kreis oder so das gehört? Beziehungsweise gibt es da auch irgendwie eine GOV-Verknüpfung oder so? Oder eine GOV-Anbindung, dass die Daten sofort übernommen werden? Oder musst du das alles selber eintragen? Also das sind jetzt meine Orte. Nein, eine GOV-Verknüpfung gibt es nicht. Es gibt ein anderes kleines Hilfsmittel, aber es gibt keine echte GOV-Verknüpfung. Was ich persönlich recht gut finde, ist hier Nordheim. Das kann ich bearbeiten. Und dann kann ich tatsächlich hier Nordheim, ich weiß es nicht, was das für ein Kreis ist, Kreis Nordheim, dann alles eintragen oder was da so nötig ist. Aus Family Search kommt es dann oft gleich mit rüber. Und das finde ich sehr schön. Ich kann hier die Langform wählen und ich kann hier die Kurzform wählen. Das heißt, auf Ausdrucken, insbesondere bei Grafiken, kommt dann wahlweise nur die Kurzform, obwohl ich im Hintergrund aber die Langform verwalte. Was grundsätzlich möglich ist, ihr könnt den Breiten- und Längengrad hier eingeben, aber mit einer echten GOV-Verknüpfung funktioniert nicht. Wir bewegen uns leider schon in einem System, was aus dem Amerikanischen kommt und das funktioniert an der Stelle leider nicht. Ich gehe mal jetzt hier raus. Es gibt
Wie sind wir eben da drauf gekommen? So, hier gibt es die Geoortsliste, aber sie ist... Oh, ich habe die auf dem Rechner nicht geladen. Okay, ich kann sie euch nicht zeigen. Jetzt muss ich hier erstmal wieder weg. Seht ihr weiterhin mein Legacy? Ja, ne? Ja. Also ich kann die Liste jetzt leider nicht zeigen, weil ich sie vergessen habe, hier in diesen Rechner zu laden. Der ist neu. Probiert es einfach selber mal aus. Aber es ist absolut unzureichend für den deutschen Markt. Okay, ich glaube, der Martin oder der Willi, einer von beiden, meine ich, wollte das mit dem Hashtag erklären. Okay. Und der benutzt den auch. Martin, du warst das, glaube ich, ne? Willi, Martin war es, ja. Okay. So. Ich mache es gerne nach und du sagst. Würde ich gerne bei mir auf dem Rechner machen, weil ich habe ich da schon einige Beispiele, dann ist es einfacher zu zeigen. Wenn Ach so. Ich den Bildschirm freigeschaltet kriege. Okay, aber dann würde ich es doch in der Tat noch gerne ein klein wenig nach hinten ist kein Problem. Vertagen. Also ich konnte ihn für mich noch nicht gewinnbringend einsetzen. Was ich persönlich sehr gerne einsetze, sind die Markierung. Die habe ich jetzt hier im Moment auch nicht drin. Die kann man sehr gut einsetzen, aber ich höre gerne erstmal noch eure Fragen. Aus dem Chat waren das jetzt alle erstmal. Es sei denn, es hat noch jemand, der möchte sich dann bitte melden. Ja, Christoph, kurze Frage. Keykuhle-Nummern, werden die automatisch berechnet oder sind die sinnvoll, wo einzugeben? Also die werden an der Stelle berechnet beispielsweise. Wenn du jetzt eine... Oh, ich habe eine Person, die hat keine Vorfahren. Moment, ich muss eben eine andere Person nehmen. Oh, der hat auch kein Kind. Ach, dann muss ich jetzt hier. Ja, sie werden berechnet. Das als Antwort schon mal vorweg. Also sie werden grundsätzlich beim Druck berechnet. Oder eben in der Bildschirmansicht. Ich, warte mal, hier habe ich gleich eine. Ich suche meine Minna. So, das wäre jetzt eine Möglichkeit. Hier sehe ich auf jeden Fall die Kikulin-Nummern. Hier laufen die automatisch mit. Und bei den Ausdrucken laufen sie auch mit. Wenn ich zum Beispiel diese Veröffentlichungszentrale benutze, kann ich hier ein Nachkommenbuch machen. Nein, Vorfahrenbuch muss ich ja machen. Und hier beginnt es bei der Startperson immer mit der 1 und alle weiteren werden dann entsprechend hochgezählt. Was gibt es noch für Fragen? Wo kann ich euch noch etwas zeigen? Ich habe noch eine Frage. Marita hatte vorhin ihre Hand erhoben, aber dann haben wir zurückgenommen. Marita, ist deine Frage beantwortet oder möchtest du deine Frage jetzt stellen? Ich habe noch eine Frage und zwar diese Verknüpfung mit MyHeritage ist ja möglich und Verknüpfung mit FamilySearch. Kann ich dann praktisch von Legacy, da gibt es Verfügung, wo man dann in FamilySearch reingehen kann. Hatte ich das richtig verstanden? Also von Legacy kann ich nach FamilySearch. Ja, das ist richtig. Muss man jetzt eben gucken, bei mir hängt dieses Ding davor. So, ich komme von hier aus direkt in FamilySearch und zwar mithilfe dieser Pfeile. Hier habe ich eine Synchronisation. Ich suche mal eine Person aus, die ich vielleicht noch gar nicht da drin habe.
Das könnte sein, der hat noch nichts. Jetzt, ich wollte gern eine Person, die noch grau ist. Aber jetzt sind immer diese Bilder davor. Ich kann das gar nicht gut sehen. Nee, die sind auch nicht grau. Damit die Bilder kleiner sind. Du meinst die Personenbilder, ne? Ja, nee, ich habe schon. Alles gut. Ja, hier habe ich jetzt beispielsweise eine Person, da sind die Pfeile grau. Das heißt, hier habe ich noch gar keinen Versuch gemacht, die mit dem Internet zu synchronisieren. Und hier wurde auch noch gar keine weitere Person gefunden und habe mich um die Person also noch nie gekümmert. Jetzt geschieht parallel der Login. Meine Person steht jetzt hier auf der linken Seite, aber da ist noch nichts. Georg Kruse mit der Personennummer 239 sowieso. Und er hat keinen Match auf der rechten Seite gefunden. Ich kann jetzt einfach hingehen und sage, füge meine Person zu Family Search dazu. Dein Family Search-Bildschirm sieht man nicht. Wie bitte? Deinen Family Search-Bildschirm sieht man nicht. Oh. Ja, es kann möglich sein, dass der Family Search-Bildschirm jetzt in einem anderen Fenster aufgegangen ist. Ja. Weil jetzt seht ihr ihn? Jetzt sehen wir ihn, genau. Okay. Okay, Entschuldigung, das war mir eben nicht klar. Ja, ist immer so eine Sache. Ich nehme nochmal eine andere Person. Ich nehme nochmal den Karl Kirchner, 1884. Hier steht die Person Karl Kirchner und hier kann man nichts sehen. Er hat also no matches found und kann ich meine Person hier aber dazufügen. Gebe dann hier die Person ein. Und dann kann ich sehen, was passiert. Er nimmt die Person auf, aber nur die Person und erstmal nicht die zugehörigen Familienmitglieder. Und hier oben hat er jetzt auch eine individuelle Family Search Nummer bekommen. Mhm. Und ich gehe jetzt darauf, dass ich hier fertig bin mit meiner Geschichte. Dann kann ich das jetzt hier wieder schließen. Jetzt muss ich. Wir hatten bis zum Ende des letzten Jahres in Legacy eine Cloud, die von Legacy auch verwaltet wurde. Die ist jetzt aus Datenschutzgründen abgeschaltet worden. Ich habe die so geliebt und habe mich damit so super sicher gefühlt und die ist jetzt weg. Also ich muss mich noch umso mehr um meine eigene Sicherung der Daten kümmern. Ich kann natürlich hier immer eine Sicherheitskopie anlegen. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Ja. Gut. Ja. Sicherheitskopie und die gebe ich dann auf ein anderes Laufwerk und oder auf einen Stick oder wie auch immer oder dass ich die in meine Magenta Cloud mit hineinsichere oder sowas. Aber wann ich die Ältesten lösche, ja, das kann man nicht sagen. Ich kann ja heute 100 Leute einfügen, dann ist die von vorgestern vielleicht ganz schnell hinfällig, aber manch einer schaut unregelmäßig rein, dann kann er die vielleicht doch deutlich länger aufbewahren. Mehr wie drei Sicherungen sollte man nicht aufheben. Martin, es kam nicht alles an, was du gesagt hast. Ich sagte, mehr wie drei Sicherungen braucht man eigentlich nicht aufheben. Ja, also es ist, na, die letzten drei Sicherungen behalten und alle anderen weglöschen. Ja. Aber der Zeitpunkt, den müsst ihr natürlich ganz automatisch entscheiden. Das muss jeder selber wissen, ja. Genau. Und dann ist noch eine Frage von Wolfgang. Wie kann man eine Kartendarstellung realisieren und wie wird die Zukunft von Legacy eingeschätzt, da das Programm von MyHeritage gekauft wurde? Da darf ich was dazu sagen. Ich muss mich mal kurz vorstellen. Ich bin der Vorstand vom Arbeitskreis Familien- und Ahnenforschung in Geislingen an der Steige. Und bin gleichzeitig Beta-Tester bei Legacy. Deshalb weiß ich einiges. Die Kartendarstellung wird sicherlich nicht mehr in der Version 9 kommen. Also ich habe bisher noch nichts gesehen. Ob sie in 10 wiederkommt, die war ja schon mal da, kann ich momentan nicht sagen, weil ich die 10er Version noch nicht habe. Also da müssen wir uns mal geduldigen. Also ich habe mal eine Nachricht bekommen, wir sind dran, aber wann das soweit ist, dass da wieder eine Kartendarstellung da ist, weiß ich nicht. Zur Zukunft des Programms mit MyHeritage ist mein Kenntnisstand, dass die Millennia Corporation, die Legacy programmiert, ja, das Programm zwar verkauft hat, aber mit der Maßgabe,
dass das Programm weiterentwickelt wird. Also nicht so wie damals bei Family Tree mit Ancestry, dass die es mal eingestampft haben, sondern die haben sich also gesichert, dass das Programm weitergeführt wird. Mehr kann ich dazu jetzt momentan nicht sagen. Ich habe auch eine Frage, Gabi, bezüglich nochmal dieser Synchronisation mit Family Search. Man kann also mit Legacy nicht nur Informationen aus Family Search abrufen, wie man es ja bei anderen Programmen auch so machen kann. Also dass er praktisch die von mir erfasste Person in Family Search sucht und schaut, ob er da noch weitere Informationen zu hat. Sondern ich kann, glaube ich, mit Legacy den Family Search Stammbaum synchronisieren über mehrere Generationen. Ist das so oder habe ich das jetzt irgendwie falsch verstanden? Also arbeiten musst du von Person zu Person. Da musst du das von einer Person nach der nächsten machen. Ansonsten müsstest du ihn natürlich über mit einem GetCom-Austauschformat in die Genealogien bei Family Search reinladen. So machst du es tatsächlich schrittweise. Habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass du en bloc wolltest, also alle in einem Abwasch? Nein. Es gibt ja auch en bloc. Einmal gibt es ja die Personen in Family Search, die einmal unter Aufzeichnungen in der Datenbank bei Family Search stehen. Das sind ja immer die Einzelpersonen mit den Eltern. Genau. Und dann gibt es ja noch den Family Search Stammbaum, den Familienstammbaum, wo ja dieser Weltstammbaum. Genau, da landen die auch. Synchronisiert er mit dem Weltstammbaum oder sucht er nur nach Informationen, die ich noch nicht habe? Nein, er synchronisiert auch mit dem Weltstammbaum. Wie viele Generationen, weißt du das? So viel, wie du reintun möchtest. Unendlich groß eigentlich, dieser Stammbaum da. Ja, natürlich. Das hängt ja von dir ab, was du an Material auch hast und entsprechend hochlädst. Okay, dann hat er also eine direkte Synchronisation mit dem Search-Stammbaum. Das finde ich schon mal ist eine sehr gute Sache. Das empfinden ja nun nicht alle als sehr positiv. Ich persönlich empfinde es als positiv, weil ich denke, ich teile meine Sachen. Was ich bereits gefunden habe, möchte ich teilen. Und umgekehrt erwarte ich auch irgendwann, dass ein bisschen was zurückfließt. Ja. Und deswegen mache ich das auch. Und ich denke, wir sind eine Forschergemeinschaft auf der ganzen Welt und können uns nur unterstützen. Und von daher tue ich das einfach auch und freue mich, wenn andere genauso daran mitarbeiten. Ja, wer ja die Synchronisation ja nicht möchte, der braucht sie auch nicht einschalten. Genau. Family Search sucht ja trotzdem nach Personendaten, sag ich. Ja, natürlich. Man kann ja die Synchronisation dann ausschalten, dass also die Daten, die ich in meiner eigenen Person in Legacy habe, dass davon keine Daten in den großen Baum gehen. Genau. Aber du hast recht, es ist ein Geben und Nehmen. So ist es. Ich will trotzdem die Frage nochmal an Willi Martin eben richten. Das weiß ich nämlich nicht, weil du meinst, es ginge en bloc. Dafür muss ich jetzt aber eben eine erneute Freigabe machen. Ich habe jetzt beispielsweise eine Person aufgerufen und da gibt es noch keinen Fund. So, jetzt lade ich meine eigene Person hinein. Geh links auf Auto-Match. Ja. Wenn und du da drauf drückst, dann macht er das komplett. Ja, aber damit lädt er ja nicht automatisch die Personen hoch. Das war die Frage von Georg. Nee, das musst du dann extra noch anwerfen. Ja. Also ich sehe, dass der Vater, der ist hier, hat hier nämlich schon ein Link-Symbol, das ist diese kleine Kette. Und den gibt es jetzt nämlich schon, den Vater. Und deswegen, der ist bereits drin. Ich kann jetzt aber hier die Mutter nochmal rüberschieben. Und dann bringt er die Mutter noch dazu und setzt sie jetzt noch mit in den Stammbaum, der bereits hier vorhanden ist, dazu. Weil ich mache ja auch verschiedene Vorträge über Family Search. Und ich werde auch immer wieder gefragt, es gibt ja auch Ahnenforscher, die jetzt kein Programm nutzen, sondern direkt in den Family Search Stammbaum eingehen. Ja. Es ist ja aus dem Family Search Stammbaum heraus kein Export einer GetCom-Datei mehr möglich, aus dem großen Weltstammbaum. Es ist einfach zu viel. Pass auf. Ja, gewisse Generationen nur.
Und ja, so könnte man ja letztendlich dann Legacy auch dazu benutzen, eine gewisse Generationenanzahl dann von den eingegebenen Daten in Family Search dann sich selbst dann auf der Platte zu sichern. Ich würde dir das gerne einmal zeigen wollen. Georg, wenn du jetzt ganz neu beginnen würdest, eine ganz neue Datei anzulegen. Ich möchte eine neue leere Familiendatei anlegen. Und dann sagst du, ich möchte mich bei Family Search anmelden, um herunterzuladen, was ich dort über Man meine... Man sieht Frage jetzt immer noch deinen alten Bildschirm. Oh. Ja, du müsstest noch mal eben welchen, das Fenster wechseln. Entschuldigung. Ist wahrscheinlich wieder ja, es ist schön, dass ihr mir das sagt. Bildschirm. Genau, ja, ganz genau, jetzt haben wir es. So, ich mache noch mal einmal zurück. Ja. Und ich beginne jetzt einen ganz neuen leeren Stammbaum. Da ist nichts drin. Und ich möchte eine neue leere Familiendatei anlegen. Ich möchte mich bei Family Search anmelden. Georg, das ist das Beispiel, was du jetzt nanntest, um herunterzuladen, was dort über mich und meine Vorfahren bereits bekannt ist. Wenn ich das tue, holt er das runter. Ah, so. Ja, okay, jetzt musst du den Speicherort festlegen, klar. So, Speicherort und dann marschieren jetzt meine Sachen hier rein. Es ja, kommt ja gleich und beginnt mit meiner Tante. Okay, das finde ich ja auch eine tolle Sache. Also, das war es jetzt nicht. Moment, wo ist es denn? Sind jetzt irgendwie nicht gekommen, ich weiß es ja nicht. Da stand irgendwas von Refresh. Ja, also ich habe irgendwas verpasst. Damit er das anzeigt. Ja, ich habe es verstanden. Also das ist zum Beispiel eine sehr gute Sache dann, wenn man seine Datei jetzt nicht über ein Programm damals angefangen hat, sondern direkt in Family Search eingegeben hat. Nochmal als Sicherung, so wie es bei Ancestry zusammen mit dem Family Maker geht, so geht es dann also hier direkt in Family Search. Das finde ich das genau eine gute Sache. Ja. Wenn man Family also das Search kannst du da jetzt einbauen, in deine, wenn du über Family Search sprichst. Ja, ich habe davon gelesen, dass einige Programme das können, können sollen, Legacy und Ancestry zum Beispiel. Aber ich werde immer wieder gefragt, halt, ne, wie kann ich denn... das übertragen auf meinen Rechner, was da in Family Search ist. Man kann natürlich jetzt nicht die gesamten 1,2 Milliarden Personen, die da in dem Baum sind, die wird er ja wahrscheinlich nicht komplett übertragen. Er wird wahrscheinlich eine gewisse Generationenzahl oder so übertragen können. Also ich bin da auch nicht ganz sicher, denn ich habe ja auch an fremden Sachen rumgemuckelt, wenn ich gesehen habe, dass andere was falsch haben. Also dann habe ich da Ergänzungen gemacht. Ob das mit meinem Namen alles zu tun hat oder ich kann das gar nicht genau sagen, welche Daten dann wirklich runterkommen. Ja, ja, ich sehe gerade unten hast du einen Fortschrittsbalken, 52%, was er jetzt wahrscheinlich von Family Search jetzt runtergeladen hat bislang. Wie auch immer, ich kann es jetzt auch nicht sagen. So aus, ja. Jetzt zeigt er das auch noch nicht an. Das okay. Du kannst also das ist ja auch nicht so schlimm. Ich abbrechen, aber ich weiß, dass es funktioniert. Das ist toll. Ja, ich hoffe, dass ich erstmal jetzt einen kleinen Eindruck habe bringen können zu dem Programm. Und also ich halte es für gut, wenn Einsteiger in das Programm erstmal hineingehen und ihre ganz normalen Daten eingeben. Das finde ich schon mal wunderbar. Und man muss nicht das Kommerzielle übernehmen. Man kann erstmal ganz normal beginnen. Das ist durchaus ausreichend für den Einsteiger. Und dann kann man immer noch später umsteigen. Die Daten sind ja nicht weg, es ist alles da. Also von daher eine wunderbare Möglichkeit, seine Ahnen zu verwalten und auch hinterher recht gute Ergebnisse rauszukriegen. Alle Ausdrucke sind anpassbar. Ich kann über RTF-Ausgabe, PDF und habe dann also auch die Möglichkeit, daran weiterzuarbeiten und auch die Ausgaben, die fürs Internet vorbereitet sind eigentlich sehr schöne. Das sind dann die Web-Ausgaben. Auch da gibt es richtig tolle Sachen. Einfach mal ausprobieren und sich selber da so ein bisschen reinfummeln. Aber das wäre vielleicht jetzt auch für den Anfang ein bisschen viel. Ja, ich möchte jetzt erstmal an der Stelle... Möchtest du da eine Frage bitte stellen? Ja, es ging darum, diesen Transport von Family Search. Wie sicher kann man sein, dass die Daten überhaupt richtig eingegeben sind? Das kann man nie sagen. Wenn du so einen ganzen Baum runterlädst,
Dann hast du ja ein Problem mit deinem Programm daher. Das ist alles wieder richtig gemacht. Du kannst es höchstens in eine neue Datei machen. Genau. Ja, nicht in deine eigene Datei, sondern du legst dir, wie Gabi das auch schon erklärt hat, eine neue Datei an und kannst es da reinladen. Dass du dann überprüfen kannst. Die Daten, die andere, ich sag mal, andere Forscher erforscht haben und online gestellt haben. Man muss ja immer alles mit Vorsicht genießen. Man kann ja auch überprüfen, aber man kann schon mal in eine neue Datei so einen Baum natürlich laden. Ne? Also dann ist das ja hilfreich, wenn man dann das Arbeitsfenster von Legacy teilt und dann auf der einen Seite das eigene Programm und auf der linken Seite das neue Programm lädt. Die neue Datei, ja, das geht auch. Dann kann man dann die Daten, die Positionen jeweils der Familien vergleichen. Ne? Richtig. Der Heinrich hat auch noch eine Frage. Heinrich? Wie viele Personen kann man mit der freien Version bearbeiten? Ich würde sagen, auch beliebig. Ich habe keine Grenze bisher festgestellt. Also ich habe einmal 23.000 reingetan. Es hat ihn jedenfalls nicht gestört. Okay. Dann ist noch eine Frage vom Christoph. Gibt es Erfahrungen mit Versionswechseln? Ja. Für mich kein Problem gewesen bisher. Ich habe nie Probleme gehabt und ich arbeite mit Version 8 auch schon sehr lange und jetzt eben mit der 9er Version. Aber Willi Martin, du hast dazu noch eine Ergänzung? Also ich habe noch nie Probleme gehabt. Ich muss noch immer wieder mal Probleme lösen. Aber wie es immer so ist, das Problem sitzt meistens vor dem Computer. Also dass beim Überarbeiten der Datei Fehler gemacht worden sind, also dass ich von Legacy große Fehler gesehen habe beim Releasewechsel, habe ich eigentlich noch nie gehabt, muss ich sagen. Und ich habe jetzt den Stand, was ist momentan der aktuelle Stand ist, 2.8. Jetzt kommen noch einige Handzeichen, die Gudrun. Gudrun? Ja, guten Abend. Ja. Ich habe eine Frage, wenn man was falsch eingetragen hat, kann man das auch ohne weiteres löschen wieder? Ja. Bei Familie Serschi ist das ja nicht so der Fall. Kein Problem. Okay, danke. Aufmachen, korrigieren, abspeichern. Und was dann passiert ist, dass du hier keine zwei grünen Pfeile mehr hast, sondern ein Rot, ein Grün. Mhm, und danke. Weist sofort hin, dass du einen anderen Stand hast als Family Search. Dankeschön. Kann man eine Person auch komplett löschen, wenn man die verkehrt eingegeben hat? Ja. Rechte Maustaste hat erstmal das Übliche und hier unten ist Löschen. Aber fangen vorher an zu trennen von der Ehefrau oder die Kinder von den Eltern und löscht die Person dann. Ja, sollte man eigentlich immer machen. Beziehungsweise ja, kommt dann... Oder kommt dann Hinweis, die Person wurde gelöscht, sollen die Ehepartner, Kinder, Eltern auch gelöscht werden? Nein, er sagt nur, dass die Kinder bei dem anderen Partner bleiben. Genau. Also wenn die Person jetzt, wenn dieser Ludwig Karl meinetwegen auch Eltern hätte, dann würden die auch automatisch gelöscht, wenn die Person gelöscht wird. Nein, die Eltern bleiben ganz normal bestehen und sind aber in keinster Weise mehr mit der Frau verbunden. Es sind nicht mehr die Schwiegereltern, wenn der Sohn weg ist. Aber die Eltern bleiben an sich bestehen und auch weitere Geschwister bleiben bestehen. Also wenn man einen kompletten Spike löschen will, dann muss man einzelne nach und nach löschen dann? Nein, muss man auch nicht. Auch da gibt es Möglichkeiten. Es gibt beim Suchmodus, dass man beispielsweise eine Gruppe von Menschen aussucht und dann kann ich en bloc löschen. Ich kann also auch eine ganze Genealogie daraus nehmen. Ich sage mal, ich möchte nur noch die weibliche Linie in dem Pool haben und die männliche ganz raustun. Das kann ich tun und kann mithilfe einer sogenannten Fokusgruppe vorher selektieren und die Leute dann rausschmeißen. Das geht. Dankeschön. Dann hat Marita ihre Hand erhoben. Ja, und zwar eine Bekannte von mir hat Legacy in Englisch nur. Kann man das in die deutsche Version irgendwie einarbeiten oder gibt es da eine Möglichkeit? Lässt sich einstellen. Siehst du meine Maus?
Ja. Ah, da oben. Sprache wählen. Ja. Und das geht auch in der englischen, ja, wird wohl, ne? In der englischen Version da auch stehen. Oben in der Leiste dann. Ja. Super. Danke. Oh, jetzt ist es ganz weg. Mal gucken. Hat er vielleicht erstmal geschlossen, damit er. Ja, das war natürlich jetzt blöd. Kann natürlich auch sein. Ja, muss natürlich suchen. Da ist es wieder. Kann ich nochmal eine Frage stellen? Ja, bitte. Und zwar für beim Bericht. Wenn ich einen Bericht ausdrucken möchte. So, aber kann... jetzt nur noch in Englisch, ne? Das haben wir jetzt. Ja, ja, Manfred hatte gerade gefragt oder wer hatte gerade gefragt? Ja, ich hatte gerade gefragt. Es geht um einen Bericht. Wenn ich den ausdrucken möchte oder wie kann ich die Bilder, die man in, zur Person hat, zur, das sind ja nicht nur den als Porträt. Als Bild, als Porträt, mhm, sondern man hat ja noch Bilder zur Familie, zur Geschichte. Wenn man jetzt ein Buch zum Beispiel auch machen würde. Wie kann ich diese Bilder in diesen Bericht reinbekommen, dass ich nicht nur ein Bild, die Person, das Porträt, sondern eben halt die anderen Fotos mit einintegrieren zu diesen, zur Familie. Ist das möglich? Ja, das ist auch möglich. Da habe ich noch keinen Weg gefunden, wie ich da hinkomme. Es gibt Möglichkeiten, jetzt stehe ich erstmal da hier mit meinem Talent. Stell doch einfach wieder auf Deutsch um. Ja, jetzt muss ich das erstmal suchen. Aber wahrscheinlich geht es jetzt wieder aus. Ja, ja, dann startet er das, glaube ich, nochmal neu, damit er dann den deutschen. Na, das sieht so aus. Die deutsche Version laden kann, ja. Ja, du musst auf OK. Und dann nochmal auf Ja, und dann geht er jetzt erstmal wieder weg und dann muss dann es halt wieder aufmachen. Starten, damit er eben halt die deutsche Sprache dann nachladen kann. So, da ist es dann wieder. Aber wie schön, dass wir das gleich gesehen haben. Ich hatte vorhin bei der Präsentation, die ich jetzt mal einmal ganz kurz anmache und die nochmal bringe, da gab es an der Stelle, hier, also wenn ich jetzt weitere Fotos habe, dieses ist beispielsweise ein Foto, ich glaube, das habe ich zum Ereignis dazugefügt, dann können die hier in kleiner Version hier mitlaufen. Also das ist zumindest schon mal eine Möglichkeit, dass ich diese Fotos, das kann man sehen, ja? Das Familienblatt, kann man das sehen? Ja, das kann man sehen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr der Fragen, die wieder geheißen hatte eben. Manfred. Ja. Okay. Dann hast du die Möglichkeit, Manfred, dass hier die Bilder parallel mitlaufen. Dann haben wir ein Familienblatt. Aber des Weiteren haben wir hier bei den Berichten natürlich hier diese Veröffentlichungszentrale. Du willst vielleicht ein Vorfahrenbuch machen und kannst dann hierher gehen. Und hast dann sicherlich schon gesehen, dass es hier über die Berichtsoptionen diverse Möglichkeiten zum Einstellen gibt. Richtig, aber da habe ich das noch nicht gefunden, wo ich sie alle Bilder. Genau, hier oben hast du Bilder. Ja, richtig. Bild vom Ehemann und Ehefrau und Ereignisbilder und Bilder für geteilte Ereignisse. Alles anklicken, was irgendwie geht. Ja. Und hier, wenn hier nämlich steht, alle als bevorzugt markierten Bilder. Ja. Dann heißt es, er nimmt nur die bevorzugten. Also müsste ich vor. Ja, aber wenn ich die auf den anklicke, die bevorzugten, dann geht das eine ja, ich kann die ja nicht alle markieren, ne? Nee, das warte mal, nur bevorzugte, nicht zum Drucken. Alle als bevorzugt, hast du die auch alle als bevorzugt markiert? Und ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Also wenn ich in das Porträt gehe oder in diesen Bilderrahmen, ja, dann wird das ja markiert. Okay. Und da kann ich die anderen Bilder ja, ich kann die nur anklicken, aber dann gehen die anderen Markierungen doch, glaube ich, weg, so wie die sollen. Das weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, aber das wäre eine gute Frage. Kommt immer
kommt immer darauf an, ja, doch, wo ich das Bild zugeordnet habe. Wenn ich es grundsätzlich nur zur Person zuordne, dann kann ich immer nur das eine Bevorzugte gucken. Also wenn ich ein Bild habe von der Hochzeit, muss ich zum Hochzeitsereignis zuordnen, damit es auch bei Hochzeit gedruckt wird. Ja? Und da kann ich es dann als bevorzugt markieren. Ja, genau. Also es muss immer zu dem entsprechenden Datum eben dazugeordnet werden. Genau. Ja, wenn ein Berufsbild drin ist, dann gehört das Bild eben zu dem Ereignis Beruf und dann wird es auch bei dem Ereignis geguckt. Ja, okay. Wir hatten jetzt gerade in der vergangenen Woche eine Anfrage bei Legacy gemacht und da ging es um die Bildgröße. Und dann haben wir hier bei der Bildgröße angefragt, wenn jetzt, wenn du sehr hochauflösend gescannt hast und hast als klein auflösend, weil du es aus irgendwas rausgeschnitten hast, dann ist es vielleicht ganz mickerig, aber das nächste ist super groß. Dann werden die, wenn ich eine RTF-Ausgabe habe, das eine ist mickerig und das nächste ist riesengroß. Also das bedarf dann eine ganze Menge an Zuarbeit noch. Wenn ich aber von hier heraus eine PDF-Ausgabe mache, dann funktioniert das deutlich besser. Dann werden die nämlich alle auf ein bestimmtes Einheitsmaß zurechtgestutzt. Das finde ich also deutlich besser. Aber das, was gerade Willi Martin sagte, das ist eine wichtige Sache. Wenn ein Foto hierüber zugefügt wird, dann hast du es praktisch global zugefügt. Richtig. Wenn du aber jetzt ein Foto zur Eheschließung dazufügst, weil du ja die Hochzeitsgesellschaft hast, da siehst du, hier ist ja gar kein Foto verwendet. Ja. Heißt also, du fügst das Bild hier dazu. Und hier ist es nämlich nicht eingefügt, aber wenn ich dann sehe, alle Bilder, dann werden plötzlich hier alle Bilder angezeigt. Und hier ist jetzt Ehe und hier kann ich das Medium separat zur Ehe dazufügen. Dann kann es also auch später mit angedruckt werden. Ah ja. Vielleicht musst du an dem Punkt schauen. Das hat schon gut geholfen. Okay. Soll ich jetzt mal das machen? Was? Der Udo hat seine Hand erhoben. Udo? Vielleicht kann er uns auch nicht hören, Gabi. Ja, wer hat noch Fragen? Oder Anmerkungen? Ansonsten, Gabi, stehst du ja bestimmt auch irgendwie per E-Mail oder so zur Verfügung, falls der ein oder andere noch Fragen hat, oder? Ich denke, das lässt sich machen. Ja, dann mache ich jetzt den Hashtag mal. Georg? Oder? Ja, bitte Nancy. Es gibt noch eine Frage zu Versionswechsel, glaube ich. Christine fragt. Christine, du kannst auch gerne direkt fragen, wenn du möchtest. Mikrofon einschalten. Ja, hallo. Genau, ich wollte mal fragen, wie das mit dem Versionswechsel ist, weil ich arbeite im Moment mit 7,5 schon seit vielen Jahren. Und war jetzt ganz überrascht über diese neue Version. Und aber ich würde mich in erster Linie jetzt nicht trauen, einfach zu wechseln, weil das irgendwie. Hat da schon einer Erfahrung mit? Kein Problem. Habe ich jeden Wechsel mitgemacht. Ich habe nie ein Problem gehabt. Okay, dann muss ich mir das mal überlegen, ob ich das in Angriff nehme und mich das traue. Ja, mach es ruhig. Du wirst erfreut sein, weil es doch das ein oder andere neu gibt, was einfach ein bisschen netter ist, komfortabler ist. Und ja, habe ich jetzt gesehen. Mach es ruhig. Und du kannst es parallel auf dem Rechner ja fahren. Das ist ja kein Problem. Ist die alte Version, wenn du dir unsicher bist, noch drauf. Die neue parallel geht auch. Die 7.5er kann man drauflassen. Wenn einer schon die 8er Version hat und geht auf die 9er, geht die 8er nicht mehr. Also da ist ein großer Wechsel da. Die 7.5er bleibt erhalten, die 8er bleibt nicht erhalten. Und was ist mit meiner, also ich habe ja die Deluxe-Version, die habe ich schon, ich glaube, 2016 damals gekauft. Da müsste ich jetzt aber eine neue kaufen. Da musst du eine neue kaufen, ja. Okay. Also ich fand das damals nicht so teuer und es hat sich sehr gelohnt. Also das würde ich auch nochmal machen dann. Also immer, wenn sich die vordere Zahl ändert, also 7,5 auf 8, 8 auf 9,
da kostet es wieder was. Aber die letzte Änderung von 8 auf 9 ist jetzt auch schon 2,5, 3 Jahre her. Das dauert immer 3, 4 Jahre, bis da wirklich dann mal eine neue Version rauskommt. Also ich weiß, dass sie momentan an der Alpha-Version 10 arbeiten. Mhm. Bis die dann kommt, das dauert mindestens noch ein Jahr, wenn nicht anderthalb Jahre. Ja, bis das mal der Beta-Test durch ist, dann, also da kann man sich jetzt ruhig noch zum Fenster rauslehnen und die Version kaufen. Also so schnell kommen die 10er nicht. So, darf ich den Hashtag jetzt machen? Ja, der Udo, der hat auch noch eine Frage zu GetCom. Ich finde nur leider die Frage nicht mehr. Achso, wahrscheinlich vom Axel. Wie funktioniert Import und Export von GetCom-Dateien? Kann ich noch zeigen. Ganz einfach. Ist ganz einfach, ja. Hier oben ist Import und Export unter dem Reiter Datei. Import, die normale GetCom-Datei, alte PAF-Dateien. Und das Ancestral Quest natürlich. Und dann gibt es auch noch andere oder eine Übergabedatei der Legacy. Das ist für die Dame, die gerade gefragt hatte. Also neue Version rauf auf den Rechner und die Legacy-Familiendatei auf der alten Version hier rein. Und hier gibt es auch noch die Importassistenten, Export, eigentlich das Gleiche. Nichts Kompliziertes, keine Angst davor. Es geht besser, als man denkt. Wie geht das denn, wenn ich einen Teil GetCom bekomme von einer Teilfamilie, was ich bei mir einpflegen möchte? Möchtest du die in deinen aktiven Bestand reinnehmen? Ja. Ja, dann kannst du das optional machen. Entweder dazufügen oder eine neue Datei öffnen. Beides geht. Mach dir vorher eine Sicherheitsdatei. Ja. Von deiner eigenen und dann fängst du die gleiche nochmal neu an und dann sagst du die meine eigene Datei plus eine neue. Das Probieren geht immer studieren. Ja, aber das geht auch schnell, dass man was besser macht. Das Problem. So, dann hören wir jetzt noch kurz den Hashtag. Ich mache auf und dann kannst du sagen einfach, Willi Martin, oder müssen wir noch umschalten? Soll ich rausgehen oder wie oder was? Wollt ihr jetzt meinen? Mal grundsätzlich noch zu meinem Bildschirm. Der sieht etwas anders aus wie der von Gabi, weil ich habe da die Oberfläche beeinflusst. Das lässt sich relativ schnell machen, indem ich mit der rechten Maustaste hier drauf gehe auf Anpassen. Und dann kann ich nämlich die Felder eingeben, die anzeigen, die ich will. Und das kann ich dann auch abspeichern und kann es immer wieder herholen. So kann ich 3, 4 verschiedene Ansichten hier machen. Genauso da im unteren Bereich habe ich die ganzen Daten von den Kindern immer in Sichtweise. So, jetzt aber zum Hashtag. Hashtag habe ich zig Hashtags und die könnt ihr jetzt hier sehen. Ich verwende den Hashtag zur Bearbeitung. Ich habe zum Beispiel einen Hashtag generiert, wo ich alle adoptierten Personen drin habe, dass ich ganz schnell auf die Adoptionen zugreifen kann. Oder ein Hashtag alle Auswanderer. Da sehe ich alle meine Auswanderer. Ich habe also bei mir in meinem Ort Gussenstadt 221 Auswanderer. Dann habe ich einen Hashtag nur die Gussenstadter mit 189, nach Frankreich 4. Und der wird folgendermaßen erzeugt, indem ich hergehe und sage, ich suche jetzt gewisse Leute. Ja? Und sage einfach, ich suche Leute, die das Geburtsdatum 1883 haben. Sage, Moment, jetzt habe ich den falschen Trigger gedrückt. Sage Liste erstellen. So, und jetzt kriege ich, habe ich nur einen, der 1883 hat, das stimmt nicht. Nochmal. Suchen. Entschuldigung. Natürlich enthält und nicht entspricht 1883. Liste erstellen. So, sind 67 Personen.
Jetzt gehe ich her und sage Optionen. Hashtag zu einer Person in der Liste hinzufügen, zu jeder Person in der Liste hinzufügen, sage ich Hashtag hinzufügen und sage jetzt. Moment, Fehler gemacht, nochmal Optionen. Eins höher, glaube ich, noch genau. Hashtag zu jeder in der Liste hinzufügen, jawohl. Und sage jetzt einen neuen Hashtag und der neue Hashtag heißt Geburten 1883, speichern, verknüpfen. So, jetzt habe ich eine Liste, wenn ich den Hashtag aufmache, Geburten 1883, habe ich die 67 Stück. Jetzt habe ich bei mir zum Beispiel in 1883 die Quelle noch nicht hinzugefügt. Jetzt kann ich einen nach dem anderen durchgehen und die Quelle hinzufügen. Und wenn ich den bearbeite, kann ich auch den Hashtag dann wieder löschen bei der Person und sage, mach ihn raus, habe ich bearbeitet, speichern, dann erscheint der beim nächsten Aufruf nämlich nicht mehr. So kann man sich Listen zusammenstellen, die man bearbeiten muss oder die man immer im Zugriff haben will. Das ist eine ganz tolle Sache. Es ist ähnlich wie die von Reicher eben, mit verschiedenen Listen zu arbeiten. Er erzeugt nämlich da im Hintergrund für jede Liste einen Index. Wegen dem greift er relativ schnell darauf zu. Ja? Also der hat die 3400 Geburten ohne Taufe in Gussenstadt, macht er relativ schnell eine Liste. Geht also wahnsinnig schnell. So kann man mit dem Hashtag arbeiten. Und ihr seht ja, ich habe die ganzen... Die Berufe, meine Löffelmacher habe ich im Hashtag, meine Müller, meine Pfarrer, meine Schmied, meine Wagner, die Wirte und Bierbrauer, ja, 204 Wirte und Bierbrauer. Wenn ich da sage, Liste erstellen, dann habe ich alle meine Bierbrauerinnen, wo es gibt, in dieser Liste. Also ich arbeite auch sehr gern mit dieser Ansicht, mit der Namensliste, die kann man sich hier oben einfügen oder ist vielleicht sogar bei jedem drin. Da geht die Suche relativ schneller nach irgendeinem Namen, wie in der Indexliste. Und man kann hier auch gleich die Daten bearbeiten. Da brauche ich nicht raus und extra auf das Familienbild da drücken. Das geht also relativ schnell. Ich kann einmal die Liste der Auswanderer holen. Ich habe hier eine Liste Auswanderer USA 153 und drunter habe ich nochmal eine Liste, die ich noch nicht in Findelgrave gefunden habe. Das heißt, wenn ich jetzt in Findelgrave was suche, mache ich die Liste auf. Und kann mir den auswählen, den muss ich bearbeiten. So, jetzt suche ich mir den mal in Findelgrave. Muss ich wahrscheinlich das Bild aufmachen. Und dann geht er auch automatisch auf Findelgrave und sucht den. Habe ich gerade jetzt was festgestellt, das machen wir jetzt nochmal. Ich habe die Jenny. Die suche ich jetzt bei Findelgrave. Muss ich wahrscheinlich den Bildschirm nochmal reinlegen. Die fände ich nämlich gerade bei Findelgrave. Muss ich den Bildschirm freigeben, Moment. Dass ihr den seht. Also wir sehen Findelgrave. Ihr seid Findelgrave? Okay, ja, also Findelgrave, ja. Also jetzt habe ich die bei Findelgrave und kann den auch die Nummer nehmen. Die kopiere ich mir. Und gehe zurück auf Legacy und trage mir die hier ein. Ja, da trage ich sie mir ein. Und von nun an kann ich Findelgrave auch von hier aus aufrufen. Das ist also eine ganz tolle Sache. Ganz tolle Funktion, wirklich absolut super. Ja, also da lässt sich vieles machen. Die Leiste hier,
Es gibt ja meine Symbolleiste, die lässt sich anpassen. Wenn er hier unten ganz rechts in der Ecke drauf geht, erscheint ein Bildschirm. Und die Symbole, wo hier sind, die können wir nach oben schieben. Die schnappt er und schiebt die da oben hin, wo er sie haben wollte. Und da habt ihr es in meiner Symbolleiste mit drin. Die Symbolleiste ist ursprünglich eigentlich wesentlich kleiner. Da habe ich alles das drin, was ich laufend brauche. Also ich arbeite mit den Menüpunkten da vorne ganz selten, also den ganzen Tag eigentlich nur mit meiner eigenen Symbolleiste. Lass dir mal einen kleinen Moment auf. Ja. Wer war das? Ich denke, das war Helga. Deine Freundin Helga. Ja, meine Freundin Helga. Helga, was ist? Hast du das bei mir nicht gelernt? Doch, habe ich bei dir gelernt, aber habe was rausgeschmissen und das wollte ich noch mal eben einmal nachvorfühlen. Ach so. Soll ich dir einen Bildschirmabgleich schicken, dass du weißt, was da drin ist? Das wäre ein Traum. Dass du den kriegst. Wunderbar, kann ich auch selber machen. Wenn du es eben auflässt, mache ich selbst. Ja, das ist wirklich sehr, sehr flexibel auch zu handhaben, ne? Mit diesen ganzen Symbolen und vor allen Dingen diese Hashtags. Danke, habe ich schon gemacht. Bitte. Ja, es ist also unheimlich. Es steckt sehr viel dahinter, hinter dem Programm. Wenn ihr alle mal hergeht und euch einfach mit der rechten Maustaste auf die Felder blickt, was da so irgendwann aufblickt, also wenn ihr da drauf geht, hier zum Beispiel Steuerung, nächste Ehepartner anzeigen, wenn einer zwei Ehepartner hat. Da hier mitten Geschwister der hervorgehobenen Person, also die mit dem blauen Strich ist der hervorgehobene Person. Gehen wir drauf, zeigt er die Geschwister an. Aber das macht jetzt ein eigenes Bildschirm auf. Aber die hat jetzt keine. Gehen wir mal eins hoch. Ja, da kann man die Geschwister durchblättern. Das ist also, man kann so viel machen an dem Programm. Auch die Einstellung hier unten. Ich sehe sofort, wenn einer zwei Ehen hatte, welches Kind von welcher Ehepartnerin ist. Ja? Auch an der Ahnentafel lässt sich einiges noch einstellen. Die Kinder zu dem und die Partner. Das sind die Geschwister und oben sind die Kinder. Nachkommen, die Zelle lässt sich auch anpassen. Chronologie lässt sich nichts anpassen und die Personenliste hier oben auch. Was ich euch empfehlen würde, ist hier diesen Bildschirm noch zu ändern. Ihr habt ja sicherlich Leute, die, da habt ihr das Taufdatum, aber kein Geburtsdatum. Und wenn ihr mehr Sachen anzeigen wollt, wie ich jetzt hier, Alter, Beruf und Wohnort noch, dann gibt es die Möglichkeit, bei der Anpassung des Feld Geburt oder Taufe auszuwählen. Dann zeigt er an, wenn er keine Geburt hat, die Taufe in Klammern. Das ist dann habt ihr mehr Anzeigemöglichkeiten in dem Bereich. Christoph, noch eine kurze Frage. Diese Kästchen oben 1 bis 9, hat die Gabriele kurz erwähnt, aber was kann man damit anfangen? Das ist Folgendes. Ähnlich wie der Hashtag, das ist eigentlich der Vorgänger vom Hashtag, nur dass hier auch noch die Funktion drin ist, machen wir gerade mal eine Suche nochmal. Ich suche jetzt eine Personen, die 1900 geboren sind. Liste erstellen. So, sind 44 Personen. Wenn ich hergehe und sage Optionen, erweitert das Markieren und sage Markierung 1, sagen wir 1900, ja, alle in der Suchliste markieren. Dann hat er 44 markiert. So, und jetzt kann ich hergehen. Hier unten rechts kann ich die Personenmarkierung auswählen. Und jetzt kann ich die Personen, die 1900 geboren sind, hier unten durchblättern.
Das mache ich auch meistens mit den Hashtags-Listen, dass ich sage, ah, ich habe eine Hashtags-Liste, das ist eine Indexliste, die schiebe ich da rein. Wenn ich die durcharbeiten will, habe ich die auf der Personenmarkierung. Weil ich habe halt nur 9 Markierungen zur Verfügung. Beim Hashtag habe ich Tausende, kann ich noch machen, ja. Aber ich kann jede Liste einmal in die Markierung setzen. Jetzt kann ich jede Person, die 1900 geboren ist, durchblättern und kann die bearbeiten. Ist wichtig, wenn man Ortsfamilienbücher macht. Ja. Wenn man die nochmal kontrollieren will, den Jahrgang durchkontrollieren, dann geht es mit dem am einfachsten. Vielen herzlichen Dank. Wie gesagt, dass ihr das weit erklärt habt, das auch hier bei uns zu machen. Und ja, nochmal vielen herzlichen Dank im Namen aller. Gern geschehen, hat sehr viel Spaß gemacht bei euch. Ich schätze eure Runde sehr. Ihr habt eine Menge tolle Möglichkeiten und dass ihr es überhaupt so auf die Beine gestellt habt. Also von daher immer. Ja, danke schön. Okay.